Wenn die SPD in Deutschland kein Theorieproblem hat, hat sie dann ein Praxisproblem? Weil wenn man in die Auseinandersetzung geht mit beispielsweise den Leuten, die Rente beziehen, die sagen dann natürlich schon, warum ist es gerecht, wenn ich die Rente versteuern muss? Warum ist es gerecht, wenn ich die Krankenversicherung von der Rente bezahlen muss? Warum soll es gerecht sein, wenn Sozialleistungen gegeneinander verrechnet werden, wenn die Grundsicherung dann auch noch mal auf das Ersparte angerechnet wird und umgekehrt? Was sagen Sie denen dann? Naja, ich glaube, wir haben in Teilen ein Glaubwürdigkeitsproblem. In dem Sinne, dass Menschen einem nicht mehr glauben, dass man das tut, was man sagt, dass man dafür eintritt. Es ist auch relativ schwer geworden, das ist übrigens auch ein Medienproblem nach meiner Einschätzung, Menschen mit etwas anderem als einfachen Antworten zu kommen. Es gibt zum Beispiel Leute, die glauben, wenn ich Volksabstimmung mache, bei Fragen nicht mit Ja oder Nein beantworte, sei das irgendwie demokratischer. Das ist es in der Regel nicht. Und manche Fragen, wie bei der Rente, das ist eben eine komplizierte Angelegenheit. Wenn ich mir die Rente mal angucke, darüber könnte man allein einen Abend machen, aber wenn ich mir die Rente mal angucke, dann ist es natürlich ein Riesensystem für ein 82-Millionen-Volk mit gänzlich unterschiedlichen Erwerbsbiografien. Und die Hauptungerechtigkeit in diesem Rentensystem ist aus meiner Sicht diejenige, dass es Menschen gibt, die mit 15, 16 Jahren anfangen zu arbeiten, auf dem Bau, in der Pflege, an der Kasse, sonst wo, deutlich länger arbeiten als Akademiker, die mit Ende 20 in den Beruf gehen, deutlich weniger Geld verdienen und statistisch gesehen eine Lebenserwartung haben, die 10 Jahre kürzer ist als die von Rentnern. Das ist die dreifache Ungerechtigkeit des Rentensystems. Wenn ich das also gerechter machen will, dann muss ich erstens dafür sorgen, dass ich gut bezahlte Arbeit habe, weil das die Haupt... Zum Beispiel, indem ich Männer und Frauen gleich bezahle. Die Frauen sind die, die am stärksten kleine Renten haben. Dieser ganze kapitalgedeckte Unsinn, davon halte ich überhaupt nichts. Und ich glaube, die gesetzliche Rentenversicherung stellen, das ist der eine Teil, den ich machen muss. Ich muss zweitens denjenigen, die länger arbeiten können und mehr Geld verdienen haben, das wollen, das auch ermöglichen. Aber die, die nicht mehr können, weil sie hart gearbeitet haben, die müssen abschlagsfrei in Rente gehen können mit 60 oder wenn sie nicht mehr können, damit die sozusagen ihren Lebensstandard halten können. Das ist, finde ich, das, was geleistet werden muss. Und das muss dann aus Steuermitteln in Zweifelsfall finanziert werden. Und die müssen kommen von denen mit den höchsten Einkommen und Vermögen. Anders wird das nicht gehen. Das ist meiner Meinung nach das, was man zum Thema Rente sagen kann. Was ich nicht sagen kann, ist zu jemand, wenn du eben nicht gearbeitet hast, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn du eben bestimmte Dinge in deiner Erwerbsbiografie, ich kann bei einem Versicherungssystem das nicht alles ausgleichen, Individualgerechtigkeit ist nicht möglich. Und wenn der Staat mit Steuern über uns einspringt, um Menschen zu helfen, dann kann ich auch niemandem vermitteln, dass dann nicht kontrolliert wird, ob da zum Beispiel Vermögen da ist oder sonst irgendwas, weil Steuerzahler dafür ja aufkommen. Ich muss der Krankenschwester, die das mit ihren Steuern finanziert, ja erklären, warum sie das tun soll. Das heißt, ich komme nicht mit dem Ansatz der Individualgerechtigkeit weiter, sondern ich komme weiter mit einem System, was insgesamt hoffentlich ein solidarisch finanziertes System ist, wo man sagt, das folgt aus guter Arbeit, das folgt aus Generationengerechtigkeit, Menschen für Menschen und nicht mit Dingen, von denen man sehen kann, dass sie eben nicht funktionieren. Die Riester-Rente, ich weiß, das ist nicht populär, das in der SPD zu sagen, ich sage es aber trotzdem, die Riester-Rente ist ein Beispiel für den zweifachen Fehler, erstens Gesetze nach Politikern zu benennen, das soll man nicht tun, dann kann man sich nicht so schnell davon trennen. Und zweitens, die Riester-Rente war am Ende eine Rente, die sie brauchten, nicht leisten konnten, die sich leisten konnten, sie nicht brauchten. Das ist im Kern meine Einschätzung dazu, das ist ein Fehler, den wir gemacht haben, den sollten wir korrigieren, finde ich jedenfalls. Und darüber streiten wir in der Tat auch in der SPD. Die SPD streitet, ist auch gut, dass sie über Inhalte streitet, da muss man am Ende sich zu irgendwas durchringen. Aber Rente ist eben ein sehr komplexes System, ich kann das nicht jedem erklären. Manch einer wird kleine Renten haben, weil seine Erwerbsbiografie so war. Die müssen nur oberhalb der Armutsgrenze bleiben, finde ich, und wenn man gearbeitet hat, erst recht. Frau Jäcki. Zu vielen der Dinge, die hier geäußert worden sind, werden Sie Schwierigkeiten haben, also jedenfalls hier auf diesem Podium oder vermutlich hier auch im Raum, Widerspruch zu finden. Also werden Sie die Ungerechtigkeiten des Rentensystems, der ungleichen Entgeltung von Arbeit etc. anprangern. Wer sollte dagegen etwas sagen? Ich glaube, ein Teil unserer Intervention, wenn ich jetzt mal für uns beide sprechen darf, beruht ja darauf zu sagen, irgendwie, gerade wenn Sie betonen, die SPD ist nicht einfach eine Stimme, sondern es ist eine große Volkspartei, die von verschiedenen Positionen geprägt ist und auch eine große Spannung aushalten muss und verschiedene Probleme, die eben sich so einfach gar nicht lösen lassen, austarieren muss. Gerade dann ist doch die Frage berechtigt, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Also wie sind wir in die Situation geraten,
in der Arbeit, in der Art und Weise. Das sind ja nicht nur Dinge, von denen Sie sagen können, ja, Männer und Frauen sind immer schon ungleich bezahlt worden und wir haben es leider noch nicht, weil wir nicht die nötigen Mehrheiten hatten, haben wir es noch nicht geschafft, dagegen mehr zu tun, als wir schon versucht haben zu tun. Es geht ja auch um Dinge, die gewissermaßen neu geschaffen worden sind. Die ganze Prekaritätsproblematik ist eine, die virulent geworden ist, sozusagen nach einer Phase, in der es eine relative, sagen wir, eine relative, der Soziologe Castells die Dignifizierung der Arbeit nennt, also eine Situation, in der Arbeit sozialstaatlich abgesichert, rechtlich abgesichert, auch in der Hinsicht Dignität bekommen hat, als klar war, es geht hier um Vollerwerbsverhältnisse, es geht hier um Dinge, die geschützt sind in einer Art und Weise, die so sind, dass es nicht, dass gewissermaßen der Arbeitnehmer nicht komplett dem Arbeitsmarkt in all seinen grausamen Gestalten und in seiner Dynamik ausgeliefert ist. Das alles ist ja etwas, was man als historischen Kompromiss bezeichnen kann. Ein historischer Kompromiss, für den so etwas wie demokratischer Sozialismus und auch die Sozialdemokratie als Bewegung steht. Ja, zu sagen, wir versuchen hier eine demokratische Bändigung gewissermaßen der Dynamik einer kapitalistischen Ökonomie, einer Gesellschaftsformation, die durch diese in bestimmten Hinsichten geprägt ist, aber eben nicht nur geprägt sein soll und deshalb diese Art von Einbettung, von Hegung, von Zähmung. Und im Fall der Arbeitsverhältnisse drückt sich das eben genau darin aus, dass Arbeit, aber auch viele andere, auch viele öffentliche Güter in einem solchen sozialdemokratisch-demokratisch-sozialistischen Setting eben nicht komplett kommodifiziert sind. Ja? Das betrifft so etwas wie den Wohnungsmarkt, dass man sagt, solche Dinge wie Wohnungen können nicht einfach oder wo Menschen leben, wo sie ihr Leben verbringen können, das kann nicht einfach rein eine Frage des Marktes sein und es kann auch nicht sein, dass die komplett der Dynamik eines solchen Marktes unterworfen sind. Das drückt sich aus bei der Frage eben der Arbeit und der eben partiellen Dekommodifizierung von Arbeit, wenn man Arbeit als Recht einer bestimmten Art und eines bestimmten Typs auffasst. All diese Dinge waren ja schon mal, sagen wir, ein Stückchen weiter, als sie dann im Zuge eben jener neoliberalen Prekarisierung, also da sind ja bestimmte Dinge schlicht wieder abgebaut worden. Es gibt ja eine Entdignifizierung von Arbeit, es gibt einen entfesselnden Markt in ganz vielen Hinsichten. Wir erleben das auch an den Universitäten, in Bildungseinrichtungen etc. Und die Frage ist ja, wie kommen wir da hin? Und was jetzt gerade eben so als innerhalb jetzt Ihrer Partei neoliberaler Betriebsunfall ein bisschen sich darstellt und wo Sie an uns die beruhigende Message haben, wir wissen eigentlich, wir kennen eigentlich die Lösung, wir brauchen nur noch die Mehrheiten dazu. Das könnte ja extrem beruhigend sein. Also dann würden wir ja alle auch hingehen und sagen, ja gut, also dann ja, probiert mal, macht mal, wenn ihr das alles so gut wisst. Sie machen jetzt das aber scheint nicht uns den Eindruck, als ob Sie das beruhigt. Noch nicht wirklich. Also ich meine, ich wäre gerne beruhigter, aber... ich meine, Sie haben an vielen Punkten gesagt, und wir haben die Lösung, wir wissen das. Ich meine, an der Frage der globalen Gerechtigkeit ist doch vollkommen offensichtlich, dass das zu einem Wohlstandsverlust, also dass Sie das auch Ihrer Wählerschaft erstmal verkaufen müssen, dass das Einrichten von globalen Institutionen sozialer Gerechtigkeit Kosten haben wird. Und das sind die Dinge, das sind sozusagen die Spannungen, über die man reden muss. Und um mal ganz philosophisch auf der Frage der Werte und der Normen alleine zu bleiben, der Umstand, dass zwischen Freiheit, Gleichheit und Solidarität oder altmodischer Brüderlichkeit nicht einfach nur simple Harmonie herrscht, sondern dass diese einzelnen Punkte gegeneinander in Spannung treten können. Und das ist ja das, was manche der Debatten auch ausmacht, dass man sagt, naja, Solidarität ist eine schöne Sache, aber der Einzelne muss auch bestimmte Freiheit, muss sozusagen einen Raum von Freiheit haben, der im Zweifelsfall auch mal gegen solche Forderungen sozusagen in Anschlag gebracht wird oder dass Leute sagen, Gleichheit ist schön, aber da, wo es die Freiheit tatsächlich tangiert, weil wir dann bestimmte Arten der eben auch reglementierten, geplanten Wirtschaft haben, die wiederum andere Dinge, von denen wir gelernt haben, dass sie der Inbegriff unserer Freiheit sind, dass wir nämlich als Marktteilnehmer frei sind, irgendwie auch affizieren könnten. Ich meine, das alles sind die, also da reden wir dann auf der Ebene, wo wir sagen würden, auch auf der Ebene der Normen und Werte ist längst nicht alles klar, wie die sich da was zueinander verhält und miteinander zu vereinbaren ist, ist, sagen wir, auch auf der rein theoretischen Ebene nicht so leicht zu klären. Aber die Frage, wie sich das in praktische Politik umsetzt, da zu glauben, die Rezepte sind eigentlich alle schon da, nur irgendwie haben böse Mächte oder mangelnde Mehrheitsverhältnisse noch verhindert, dass man das auspackt. Also ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, dass das Verhältnis von
Kapitalismus und Demokratie, dass aus sehr guten Gründen eine reformerische sozialistische Bewegung sich vorgenommen hat, vereinbar zu machen, dass da möglicherweise tiefere Unvereinbarkeiten herrschen, als man sich das wünschen mag. Und wenn man über die nicht redet, dann ist vielleicht die Frage der Rezepte zu vordergründig gestellt. Herr Möllers, brauchen wir vielleicht sogar eine neue Definition des Begriffes oder des Wertes Gerechtigkeit? Arbeiten wir mit überholten Vorstellungen? Also ich meine, was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich eine sehr viel interessante Ungleichheitsforschung gehabt haben, die, glaube ich, im Moment so ein bisschen der empirische Treibstoff für die ganze Gerechtigkeitsdefinition ist. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass soziale Ungerechtigkeit in Gesellschaften eigentlich sehr viel größere Teile der Gesellschaft negativ berührt, als wir uns das, glaube ich, erstmal so gedacht hätten. Also sagen weit in so gehobene Mittelschichten hinein Nachteile bringen. Nicht? Also Gesellschaften, die radikal ungleich sind, in denen geht es auch gehobene Mittelschichten schlechter als in Gesellschaften, die egalitärer sind. Das sind natürlich Ergebnisse, die sagen, mit dem ganzen Diskurs von sagen, nicht Umverteilung, sondern Chancengleichheit eigentlich nicht wirklich übereinzukriegen sind. Chancengleichheit ist wahrscheinlich zu wenig. Und da habe ich manchmal schon das Gefühl, dass da auch die SPD vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch so am Puls der Forschung und auch am Puls dessen, wie das diskutiert wird, sein könnte. Ich bin der Letzte, der glaubt, dass Politiker Professoren folgen sollten. Ich glaube, Politiker sollen das überhaupt nicht machen. Also ich glaube, also nicht, dass Sie mich da missverstehen. Ich glaube erstmal auch überhaupt an den Vorrang der Philosophie, der Demokratie vor der Philosophie. Also da bin ich relativ rousseauistisch veranlagt. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man denn dann also irgendwie über seine eigenen Fundamente mal nachdenken will, und das sollte man als Politiker gar nicht allzu oft tun, oft soll man das auch erstmal verdrängen, dass man dann schon gerade gucken muss, was halt läuft. Und im Moment läuft, glaube ich, schon auch mittlerweile fast schon zum Mainstream werdende empirische ökonomische Forschung, die uns sehr viel über Ungleichheit zu sagen hat und die, glaube ich, tatsächlich dem Staat doch eine deutlich größere Rolle erstmal wieder zuweist, als wir das gedacht hätten. Das ist, glaube ich, nicht ein stinkendes Problem. Nicht? Also es ist auch nicht das Problem der linken SPD, das ist ja auch schön so, aber es ist schon ein Problem einer sagen, kompakten, ganzheitlichen Programmatik der Sozialdemokratie. Die sich da, glaube ich, doch nochmal sagen, ihre internen Konflikte, der ja vielleicht auch nochmal anders aufarbeiten könnte. Wir sind ja so ein bisschen, ich komme mir so ein bisschen vor, wenn ich das mal sagen darf, weil ich Herrn Stegner sehr schätze, darf ich das nochmal so offen sagen, wie so ein wohlmeinender Therapeut, der sagt, lass dich doch mal drauf ein, mal darüber nachzudenken, wie du so bist. Und Herr Stegner kommt mir so viel jemand vor, der sagt, nee, wenn ich das tue, dann verliere ich mein normatives Fundament, dann verliere ich, wer ich bin. Aber ich glaube, so gefährlich ist das gar nicht. Ich glaube, das kann auch was ganz Befreiendes haben. So viel Zeit für die Couch hat und dass die Schwierigkeiten zum Beispiel darin bestehen, dass eben der Kapitalismus sich früher national organisiert hat, die Arbeiterbewegung auch, wir manches erstritten und erkämpft haben, was heute ein bisschen geringschätzig betrachtet wird. Und insofern, wenn ich von Mehrheiten rede, dann rede ich schon von Kämpfen, die teilweise Jahre und Jahrzehnte dauern, die ich nicht geringschätzen möchte, weil sie früher noch schwieriger waren als heute. Nur heute ist eben der Kapitalismus international organisiert. Die Arbeiterbewegung ist das nicht. Und wir haben es mit massiven nationalistischen Bewegungen von rechts außen zu tun und mit Neoliberalen, die natürlich Feldgewinne erreicht haben, mit richtigen Neoliberalen. Nicht nur mit denen, die ein bisschen von den Bakterien abbekommen haben, sondern mit richtigen. Und das sind Machtkämpfe. Ja, und vor allem, wenn ich jetzt mal kurz reinrufen darf, haben Sie es natürlich auch, und das ist, glaube ich, ein großes Problem für die SPD, Sie haben es halt auch mit einem ziemlich boomenden Linksnationalismus zu tun. Und das ist ja bei Corbyn auch ein Problem. Ja, wobei ich auch das also manchmal ein bisschen vereinfachend finde, sozusagen das so zu beschreiben. Natürlich stellen teilweise die linken Populisten der Sanders ähnliche Fragen, wie sie der Trump auch stellt, er gibt aber gänzlich andere Antworten. Und das finde ich, da muss man dann schon den Unterschied meiner Meinung nach betrachten. Aber der Punkt ist ganz einfach der, ich habe Geschichte studiert und habe dabei gelernt, also unter anderem, und habe dabei gelernt, man muss die Dinge immer in der jeweiligen Zeit und im jeweiligen Wissen betrachten. Und so schaue ich mir dann eben auch die rot-grünen Sozialreformen an, im Kontext eben von 5 Millionen Arbeitslosen. Und wenn Sie 5 Millionen Arbeitslose haben, Deutschland hat da keine guten Erfahrungen mit solchen Arbeitslosenzahlen, das, was daraus kommt und was daraus wirkt, und Sie auch nicht sagen können, dann mache ich jetzt, wie ich das will, sondern ich bin damals im Vermittlungsausschuss gewesen, habe über Monate lang mit den Brüdern und Schwestern da verhandelt und weiß, was die wollten, dann finde ich immer noch vieles falsch und kritisiere es nicht erst heute, sondern habe es auch damals kritisiert. Also ich glaube schon, dass es einigermaßen glaubwürdig ist, dabei zu bleiben. Und ich musste mich weniger korrigieren als andere, worüber ich mich gar nicht so sehr freue. Aber Fakt ist eben schon, dass ich
dass man in der Politik in der Regel nicht Trockenschwimmen machen kann, sondern im Wasser schwimmen muss. Und zwar in dem Wasser, wie es da ist. Und ich wünschte mir manchmal zum Beispiel, dass die Politikwissenschaft und die Politik sich nicht mit der wechselseitigen Verachtung gegenüberstünden, mit der sie das tun. Wir haben ein paar Fernsehprofessoren, von denen kann man in der Regel nur abraten, sozusagen. Und wir haben zum Beispiel das, was ich dann in Amerika doch schätze, und was es auch in Frankreich und England gibt, in Deutschland eben nicht. Dass es also einen lebendigen Austausch zwischen politischer Wissenschaft und Politik gäbe, die auch was taugt und wo man wechselseitig voneinander profitiert, das findet eben nicht statt. Und das ist schade, dass das nicht stattfindet. Weil ich nämlich also den heutigen Abend möchte ich da mal ausdrücklich die Friedrich-Ebert-Stiftung ist eine klasse Institution. Aber die Friedrich-Ebert-Stiftung ist ja geradezu ein Leuchtturm in schwarzer Nacht sozusagen. Ja. Das muss man ja wirklich sagen. Das macht sie übrigens schon, seit es sie gibt. Und diese Gleichheitsgeschichten, um Ihnen das mal zu sagen, ist ein Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung, das sich damit befasst, diese Studien aufzuarbeiten, auch mit Blick darauf, was man in Südamerika zum Beispiel gemacht hat, um Ungleichheit zu bekämpfen und den Menschen vielleicht hier zu sagen, das tut gar nicht weh, sondern das ist sogar für euch gut, die ihr das gar nicht wollt, weil das für die Wirtschaft gut ist, wenn die Ungleichheit nicht so groß ist und nicht nur gerecht ist. Also man kann sogar mit praktischer Vernunft gelegentlich denen kommen, die das Herz eben nicht da haben, wo sie es haben sollten, aber Hirn haben. Und mit dem man vielleicht darüber reden kann, dass sie aus Vernunftgründen dem folgen können. Also sowas macht die Ebert-Stiftung alles. Aber abseits der Ebert-Stiftung, die dankenswerterweise dieses macht, ist in der Gesellschaft eben die Situation eben doch eine andere. Schauen Sie sich den deutschen Konservatismus an. Die Konservativen denken ganz stark darüber nach, ob sie nicht doch den Rechtspopulisten hinterherlaufen sollen, damit sie dann nicht so viel Prozente verlieren. Und die Liberalen überlegen sich, ob sie sich von der kompletten Orientierung im Egoismus, die sie ein Jahrzehnt mit Leidenschaft vertreten haben, vielleicht abwenden müssen, um auch wieder ein bisschen Zustimmung zu kriegen. Und die Grünen, bei aller Sympathie für unsere Freunde, die haben jedenfalls nicht das Maß an sozialer Sensibilität, dass ich glauben würde, das geht automatisch, wenn man rot-grüne Mehrheiten hatte, zu mehr Gerechtigkeit zu kommen, sondern die sind halt inzwischen auch schon ein bisschen auf FDP-Faden und haben die verlassenen Häuser der Liberalen sozusagen eingenommen inzwischen, ne? Die Partei der Besserverdienenden gewonnen. Also die Lage ist komplex und die richtig Linken, die sind natürlich in Teilen auch nicht links und wollen übrigens auch gar nicht gestalten, sondern die wollen am liebsten Fundamentalopposition sein, jedenfalls viele von denen. Und damit können sie in der Demokratie jedenfalls, es sei denn, ich habe Sie jetzt so verstanden, wir sollten mal wieder über Revolutionen nachdenken, aber für die Sozialdemokratie galt ja immer, sie ist eine revolutionäre, aber keine revolutionsmachende Partei und dabei wird es vermutlich auch bleiben. Und vermutlich ist das sogar schlau. Also ich finde die Frage Revolution oder nicht Revolution oder über Reformen oder über Revolution nachdenken auch gar nicht die, die wirklich an der Tagesordnung steht. Ich meine, je nachdem, wie man sich die Transformationen vorstellt, die hier nötig sind, kann man ja sagen, naja, mein Gott, ein, sagen wir, zur Hauskatze gezähmter Kapitalismus, ob man das dann noch so nennt oder nicht, kann dann irgendwie auch egal sein. Also ich habe da überhaupt keine Aktien drin sozusagen in der Frage, wie revolutionär muss man sich hier geben, ja? Sondern die Frage ist doch, und Sie hatten es vorhin gesagt, das Kapital ist global organisiert, die Arbeiterbewegung nicht. Und die Frage ist doch hier tatsächlich, ob nur revolutionär oder nicht, die Frage ist doch unter anderem, was eigentlich mit den sozialen Bewegungen ist, die das unterstützen, mit vorbereiten oder sagen wir jetzt mal aus sozusagen der instrumentellen Warte jetzt von jemandem, der sich dann fragt, wie er das in parlamentarischen Mehrheiten umsetzen kann. Selbst aus dieser Warte muss man ja sagen, ohne dass es so etwas, oder jedenfalls ist das ja die Erfahrung der Sozialdemokratie, dass diese Kämpfe tatsächliche Kämpfe von sozialen Bewegungen, der Arbeiterbewegung und dem, was sich dann weiter in deren institutionalisierte Formen, in deren institutionalisierten Formen ausgedrückt hat. Und die Frage ist, wo ist das jetzt und in welcher Weise hat man als jemand, der sowas dann umsetzen will in praktische Politik, also in, sagen wir, institutionell parlamentarische praktische Politik, andere setzen das ja in andere Formen von Politik um, wo ist hier eigentlich diese Art von Basis, diese Art von Thematisierung, diese Art von Reaktion auf die sich manchmal als geradezu anonyme Zwänge darstellenden Fakten der Globalisierung? Wo steht man da eigentlich? Ja? Was kann man da eigentlich, also in welcher Hinsicht trägt man dazu bei, genau solche Bewegungen möglich zu machen, ihnen Raum zu geben, sie zu unterstützen? Oder wie steht überhaupt
Und das ist ja das, was uns, wenn wir jetzt mal weggehen von der Frage, welche Rezepte haben Sie und wie finden wir diese Rezepte? Also ich finde vollkommen richtig, wenn Sie sagen, in der Politik kann man eben nicht trocken schwimmen. Genau deshalb sollten weder die Politiker auf die Professoren hören, noch umgekehrt, weil es da eben ein Wechselverhältnis von, man muss eben etwas machen, man muss gucken, was passiert. Da sollte man allerdings dann vielleicht auch ein bisschen schneller, also bei manchen Dingen hätte man es auch vorhersagen können, was das Resultat sein will. Aber es gibt auch Dinge, da würde ich vollkommen zustimmen. Politik machen heißt eben, dass man erstmal was macht und dann guckt, was passiert, dann darauf reflektiert und da kann man dann manchmal auch theoretische Erwägungen, Untersuchungen, solche Forschungsergebnisse mit einbeziehen. Also das ist hier gar nicht die Frage, aber die Frage, wie man eigentlich die weltweite Lage einschätzt oder wie man die Chancen dafür, dass auf die von Ihnen beschriebene Situation eben nicht nur noch nationale Solidaritäten und auch damit hat die Sozialdemokratie ja eine, ich will jetzt nicht sagen schändliche Erfahrung gemacht, aber auf jeden Fall eine prägende Erfahrung gemacht, was dann eigentlich passiert, wenn aus der internationalen Solidarität eine nationale Solidarität wird. Wie sind eigentlich die Chancen dafür, dass sich als Gegenbewegung gegen das, was passiert, eben nicht so etwas wie, sagen wir die, Sie haben gesprochen davon, dass wir hier für fortschrittliche Parteien und fortschrittliche soziale Bewegungen stehen, dass sich nicht die regressiven Momente einer sozusagen national-chauvinistischen Solidarität der Abschließung als Reaktion entwickelt. Ja? Das scheinen mir die Sachen, die, wenn man sich anguckt, wie sich die Weltgesellschaft entwickelt, die hier sehr viele offene Fragen aufwerfen. Und für die, außer zu sagen, naja, da braucht man eben dann auch die globale Reaktion oder wir müssen dann wissen, wie das wir im globalen Maßstab nur Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit schaffen werden, da braucht man dann, glaube ich, ein bisschen mehr Einsichten darin, wie sich eigentlich diese Bewegungen gerade verhalten und wie sich das zu den gerade aktuellen Themen verhält. Für mich wirft sich vor allen Dingen die Frage auf, wie das diejenigen sehen, die uns jetzt seit einer guten Stunde hier zuhören. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Einwände? Eben gab es Applaus aus dieser Ecke. Ich konnte es leider nicht genau eruieren. Ja, bitte, da vorne steht ein Mikrofon. Sie da vorne im blauen Pullover und Sie auch? Möchten Sie anfangen, wenn Sie zum Mikrofon gehen, bitte? Sonst hört man es nicht über den Livestream. Und seien Sie so gut, sich kurz vorzustellen. Ja, ich heiße Karin Roth und wollte auf Ihre Frage eine kleine Antwort geben. Sie ist bestimmt nicht ganz vollständig und man kann bestimmt noch mal drei Fragen geben. Aber ich finde, dass wir gerade ein Lehrbeispiel erlebt haben von Auseinandersetzungen innerhalb der SPD, aber auch der globalen Gesellschaft in der europäischen Dimension im Rahmen von TTIP und CETA. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass im Rahmen dieses Handelsabkommen zum Beispiel auch die Arbeitsbedingungen eine Rolle spielen, die Umweltbedingungen und. Und es ist dank vieler, auch Sozialdemokraten, aber auch andere gelungen, mit diesem CETA einen Fortschritt zu erreichen, der vielleicht noch nicht das Ganze ist, aber ist immerhin etwas. Und die TTIP-Diskussion beginnt ja wieder von vorne. Und das sind, glaube ich, ganz mutmachende Dinge für Sozialdemokraten, dass sie nicht darauf nur sich reduzieren müssen, national zu denken, sondern europäische Kooperationen eingehen und auch europäische Politikfähigkeit mit Gewerkschaften und anderen organisieren können. Also es ist nicht einfach, auf diese schwierigen Fragen der Globalisierung eine Antwort zu geben und schon gar keine nationale. Aber es ist auch gleichzeitig möglich, unterschiedliche Rahmenbedingungen zu setzen, zum Beispiel über Handelsabkommen, aber auch in der Entwicklungspolitik, das ist ein weites Feld, ich will das gar nicht erzählen, wo wir eben durch Bedingungen, naja, wird ja immer ständig nur die Frage nach der Theorie gestellt, es gibt die politische Philosophie, die den Anspruch hat, die Gerechtigkeit so umzusetzen. Und was gerecht ist, das kann man im Allgemeinen nicht beantworten für den Einzelnen. Aber man kann es für Systeme beantworten und das hat ja Ralf Stegner versucht zu machen. Ich will nur ein Beispiel nennen dafür, weil wollen Sie wir so schön gefragt haben. Eine Chance ja, geben? Ja, eine Sekunde noch und dann bin ich fertig. Dass es so etwas gibt, die Zähmung des Kapitalismus erfolgt nicht im Ganzen, sondern immer in den verschiedenen Details. Vielleicht sollte man sich darauf konzentrieren.
Bitteschön. Also nur kurz, ich würde vollkommen zustimmen, dass die Repolitisierung genau dieser Fragen, und da ist das tatsächlich diese Diskussion ein gutes Beispiel, das kein Widerspruch. Ja, hallo. Mein Name ist Daniel Jakob. Ich arbeite an der FU Berlin zu Fragen der Demokratietheorie vor allem. Und ich habe eine Frage, die sich mehr jetzt an die Vertreter der Theorie, Philosophie richtet und eine an die Praxis. Die Frage an Frau Jäggi und Herrn Möllers ist, was würden Sie sagen, ist mit Blick auf Diskussionen wie die, die wir heute Abend hier führen, die Sie bisher geführt haben, eigentlich nochmal präzise die Aufgabe der politischen Theorie und Philosophie? Es gab einmal eine Frage von der Moderation, was Sie der SPD raten würden mit Blick auf die AfD, und da haben Sie gesagt, Frau Jäggi, da wollen Sie der SPD und auch sonst keiner Partei was raten. Das klang für mich so, als würden Sie sagen, na, da ist auch eine gewisse Grenze erreicht, was man als politische Theoretikerin, Philosophin eigentlich einer Partei spezifisch, ob jetzt SPD oder ein anderes, egal, raten kann. Herr Möllers, Sie hatten gesagt, wir, da nehme ich jetzt mich dazu, müssen irritieren, müssen auch Hinweise geben. Die Hinweise waren aber eher auf die empirische Ungleichheitsforschung, was ich jetzt nicht als das Kerngebiet der politischen Theorie und Philosophie begreifen würde. Und ich meine, wir tun es vielleicht auch ein bisschen schwer zu sagen, das ist ein sozialdemokratischer Begriff von Gerechtigkeit. Ich habe das Gefühl, Sie beide haben schon auch substanzielle Vorstellungen, was das sein könnte, aber so werden normalerweise in der politischen Theorie, Philosophie die Debatten nicht geführt. Wir streiten uns ewig darum, es gibt Bibliotheken dazu, was Gerechtigkeit ist, aber es wird nicht in der Frage, ist das sozialdemokratisch oder nicht, verhandelt. Vielleicht ist auch das ein Problem, warum wir dann, wenn jemand fragt, was ist denn nun sozialdemokratische Gerechtigkeit, sagen müssen, na, wir können irritieren, aber wir können es richtig sagen. Aber vielleicht können wir auch mehr dazu sagen. Und ich glaube, wir sollten eigentlich mehr dazu sagen können, und darum würde mich interessieren, wo Sie die Grenzen dessen sehen, was Sie legitimerweise als politischer Theoretiker, da nehme ich Sie dazu, oder Philosophin zu diesen Fragen sagen können. Und dann meine Frage an Herrn Stegner. Ich würde es auch so sehen, dass die SPD nicht komplett nackt dasteht, wenn es um Fragen der größeren philosophischen Ausrichtung geht. Und deswegen interessiert mich da vor allem, was Ihre Einschätzung ist, warum es dann doch scheitert, das in die Praxis zu übersetzen. Also wenn man sich das Grundsatzprogramm anguckt, das aktuell gültige, da stehen jede Menge Dinge drin, die auch gar nicht so inkonsistent und gar nicht so unreflektiert sind. Aber irgendwie klappt es ja dann doch nicht, das in einer für die Öffentlichkeit, für die Wähler nachvollziehbaren Weise in politisches Handeln und das irgendwie konsistent dann auch zu übersetzen. Und da würde mich Ihre Einschätzung jetzt als Politiker interessieren, was läuft da schief? Und ich habe zwei Hypothesen angeboten, dann bin ich auch fertig. Das eine ist, dass es ein Problem ist, dass die Linke in der SPD gerade, und das nicht erst gerade, sondern seit längerem, extrem schwach ist. Und ich meine, wenn mein Eindruck als Genosse in dieser Situation ist, wenn jemand solche Diskussionen führt, dann die Linke in der SPD, die anderen haben da keinen Zugang zu. Aber die Linke ist nun mal schwach und kann man damit irgendwie umgehen. Das zweite ist, dass die SPD vielleicht so eine zu starke, staatstragende Ausrichtung hat, dass wir uns dann irgendwie doch immer fürs Ganze verantwortlich fühlen und dann machen wir halt lieber eine große Koalition, damit der Laden gut läuft, statt zu sagen, nee, da ist auch eine Grenze erreicht, da machen wir nicht mit. Aber es sind jetzt zwei eher polemische Vorschläge. Mich würde interessieren, was läuft da schief, dass diese eigentlich ja doch gar nicht so schlechten Ideen dann nicht in der Praxis ankommen. Wer möchte anfangen? Herr Möllers? Ein Satz zu TTIP und ein Satz dann zu der Frage, also jemand zu CETA. Also ich würde auch sagen, es ist natürlich schön, dass wir sehen, dass diese Fragen politisiert werden. Wenn man das ja irgendwie so die WTO beschlossen wurde, 94, 95, dann ist das sozusagen einfach so durchgegangen, ohne dass überhaupt irgendjemand darüber geredet hätte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich bin ja nun eigentlich erstmal Verfassungsrechtler und Europarechtler, die Art, wie das passiert, ist auch gleichzeitig ein massiver Hinweis auf Nationalisierung von Politik. Nicht? Wir haben eigentlich keine, das läuft ja nicht so, dass wir eine europäische Debatte haben, in der sagen europäische Politiker werden, sondern es läuft so, dass zufälligerweise der Vizekanzler des größten Mitgliedstaats da relativ solide Überzeugungen hat und irgendwie da sozusagen so in einer Art von Verfahren, die so nicht vorgesehen ist im Übrigen, darauf Einfluss nimmt. Das ist schon, also da ist glaube ich auch ein großes Krisenproblem hinter, dass das so wie das gelaufen ist. Das kann man sagen, man kann sich darüber politisch freuen, man kann sich darüber aber auch institutionell so ein bisschen wundern und sehen, dass da also eine unglaubliche Dysfunktionalität der europäischen Integration hintersteht, so wie das passiert ist. Und das finde ich sehr beunruhigend. Die Frage der, was die Aufgabe ist, ja, ach, ich meine, das ist, ich kann Ihnen jedenfalls jetzt nichts anbieten, nicht im Sinne von, für mich ist aus Theorie Sozialdemokratie das und das. Ich glaube erstmal, ich möchte zwei kurze institutionelle Beobachtungen machen und dann zwei Thesen, was Sozialdemokratie ist. Institutionell haben wir, glaube ich, ein Problem in Deutschland auf zwei Ebenen. Das eine ist, glaube ich, wenn ich das hier so sagen darf, bei der FES, dass die politischen Stiftungen ein Problem sind, weil sie in gewisser Weise Thinktanks und Parteien zu nahe aneinander führen. Und man eigentlich keine parteifreie Art hat, darüber nachzudenken, was links, rechts oder liberal ist. Sondern die sehr, sehr große, der sehr große und vielmehr auch segensreiche, aber doch auch sehr, sehr mächtige Einfluss der Parteistiftung dazu führt, dass von vornherein das irgendwie in den Parteikontext gebracht wird. Und
Das ist ein großer Nachteil zum Beispiel gegenüber dem amerikanischen politischen Theoriediskurs, wo wir parteifreie Arten von Thinktanks haben. Und die kommen hier nicht so richtig durch, weil die sagen ja quasi staatsfinanzierten dann doch irgendwie sagen, als Wettbewerber viel zu stark sind. Das ist ein Strukturproblem. Zweites Strukturproblem, das wir haben, ist, dass wir die politische Theorie abholzen in den Hochschulen. Und das ist interessant, dass wir die politische Theorie in den Hochschulen abholzen und zu so einer Art Technokratie machen, gerade in Politikwissenschaften. Und es ist interessant zu sehen, dass Politiker das gar nicht als ihr eigenes Problem wahrnehmen. Also man würde sich ja mal Bildungspolitiker wünschen, die sozusagen ganz egoistisch sagen, okay, wir brauchen eigentlich viel normative politische Theorie, weil das für uns gut ist. Aber der Gedanke, den habe ich noch nie gehört von der Bildungspolitikerin. Also das ist irgendwie ein sehr seltsames Phänomen. Inhaltlich würde ich sagen, naja, was ist Sozialdemokratie? Ich würde immer denken, die zwei Kerngedanken, von dem, auf dem eine sozialdemokratische politische Theorie, glaube ich, immer doch beruht, ist erstens die Vereinbarkeit von Kapitalismus und Demokratie. Ich glaube, wenn man das nicht mehr glaubt, ist man kein Sozialdemokrat mehr. Das ist, glaube ich, der Kampf, den man hat. Ob das nun richtig ist oder falsch, aber ich glaube, das ist der Kern der sozialdemokratischen Botschaft, dass Kapitalismus und Demokratie vereinbar sind. Und zweitens, dass es sowas gibt wie Fortschritt. Also eine Zukunftstemporalisierung, keine Vergangenheitstemporalisierung. Und ich glaube, das ist sozusagen erstmal das, und dann kann man darüber sich unterhalten, was das mir bedeutet. Frau Jäggi? ja, verschiedenes. Also die Frage, was ist jetzt die Aufgabe der politischen Philosophie? Wir hatten klarerweise uns dagegen gewehrt, als diejenigen, die jetzt hier einen Rat geben können oder sollen, nach Art des, eines platonischen Philosophenkönigs. Ja? Also wir kreieren irgendwo die gut begründeten Werte und Normen und schreiben diese dann, entwickeln daraufhin Institutionen, wie sie denn so sein sollten und geben das dann den Politikern mit auf den Weg. Das ist, glaube ich, etwas, was sofort zu genau dieser Art von Aufspaltung, wo man dann sagt, naja gut, also da müssen wir jetzt, na, das haben wir auf der einen Seite die Gesinnungsethiker, das sind dann die politischen Philosophen, ne, auf der anderen Seite die, die wirklich wissen, wie es so aussieht, wenn man so mitten im Dreck steckt und das auch umsetzen muss. Das ist, glaube ich, eine nicht so aussichtsreiche nicht so ein aussichtsreicher Job, ganz abgesehen davon, dass ich nun auch politische Philosophie oder Sozialphilosophie tendenziell anders verstehen würde und sagen würde, also ich weiß, dass ein ganz großer Teil der politischen Philosophen das so versteht, dass es hier also primär um Normenbegründung geht, ich würde das so gar nicht auffassen. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben für das Hin und Her zwischen sozialer Wirklichkeit, Politik und der Theoriebildung hier, von der ich denke, dass sie prägend war und vielleicht auf die eine oder andere Weise so vom Modell her auch so betrieben werden kann, dann ist das doch sehr viel eher ein Ineinander von Analyse und Kritik, das man hier betreiben sollte. Dann ist es so etwas wie, nehmen Sie mal als besonders plakatives Beispiel, der Umstand, dass Marx in seinem Werk, was auch immer man daran noch richtig oder falsch finden mag, aber irgendwie dazu beigetragen hat, die Oberflächenerscheinung oder die Oberflächendarstellung dessen, dass es sich in einem kapitalistischen Arbeitsmarkt, dass es sich hier um sowas handelt wie eine Interaktion zwischen im Wesentlichen freien und gleichen Vertragsteilnehmern, die hier auf irgendeiner Basis in ein Tauschverhältnis, das man dann für so oder so gelungen halten mag, treten. Also der Umstand, dass Marx sozusagen unter dieser Oberfläche so etwas wie Ausbeutung identifiziert hat oder dass er mit Begriffen wie Entfremdung in bestimmter Hinsicht dazu beigetragen hat, sagen wir, das allgemeine Unbehagen an Modernisierungsprozessen dem eine Form zu geben, die es etwas konkreter auf politische Herrschaftsverhältnisse beziehen haben lassen. Das sind so Dinge, von denen ich denke, die geben sozialen Akteuren gewissermaßen Vokabeln, nicht nur Vokabeln, sondern Theorien und Analyseinstrumente an die Hand, mit der man verstehen kann, was eigentlich, was die Lage ist gewissermaßen, in der man da nicht direkt Handlungsanweisungen entnehmen kann, aber das ist etwas, was zu dem, worüber wir gerade schon gesprochen haben, bestimmte Art von sozialen Bewegungen, bestimmtes kollektives Selbstverständnis von Akteuren, die verstehen müssen, was eigentlich mit welchen Institutionen sie konfrontiert sind, um überhaupt auch nur so etwas wie Empörung, also ich meine, selbst auf der motivationalen Ebene sozusagen, geht es ja darum, wie man eigentlich diffuses Unbehagen zu so etwas wie einer gerichteten politischen Empörung, die dann auch noch in politische gerichtete Praxis vielleicht transformiert werden kann, wie sowas eigentlich möglich ist. Ja. Und ich würde die Aufgabe von Philosophie viel eher sozusagen auf dieser Ebene sehen und das ist dann eben nicht nur Normenbegründung. Das ist auch, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass man bestimmte gesellschaftliche Institutionen als normativ defizitär auffasst und diese auch dementsprechend analysiert, aber es hat nicht
nur etwas damit zu tun, sozusagen im relativ luftleeren Raum Normen zu begründen. Dasselbe gilt, glaube ich, für Analysen, die ja auch in der politischen Philosophie gemacht worden sind. Dasselbe gilt für so etwas wie, nehmen wir mal so einen bestimmten neoliberalen Konsens, der jetzt ja offenbar schon wieder fast passé ist und irgendwie an allen Ecken zu bröckeln beginnt. Aber der Hinweis darauf, dass hier mit Vorstellungen von, sagen wir, von Freiheit, von Kreativität, von Selbstmächtigkeit der Individuen gehandelt, hantiert wird, die beschränkt sind, ja, die sozusagen nur die Hälfte dessen, was es heißen könnte, frei zu sein, nur die Hälfte dessen, was es heißen könnte, in einer bestimmten Art und Weise autonom tätig zu sein, überhaupt betreffen. Das sind Dinge, die man durchaus auch mit der Philosophie, mit der politischen Philosophie oder Sozialphilosophie, das sind ja Diskussionen, die da genau geführt werden, wenn es um sowas geht, wie was ist eigentlich Freiheit, die nicht nur negative Freiheit von, sondern soziale Freiheit in bestimmten Hinsichten ist. Und das ist natürlich nicht unmittelbar handlungswirksam, sondern das übersetzt sich in sehr, sehr vielen Stufen. Und da würde ich dem praktischen Schwimmen und eben nicht Trockenschwimmübungen hier vorführen, tatsächlich einen großen Wert zu messen. Da geht es natürlich darum, praktische Institutionen so zu gestalten und darauf zu reflektieren, was durch diese Gestalt eigentlich hervorgesetzt wird. Aber das ist so ein bisschen mehr, sagen wir, mittendrin zwischen Analyse der Verhältnisse, Kritik dieser Verhältnisse, dem Aufweisen von Normen anhand der Analyse von konkreten Widersprüchen. Also beispielsweise könnte man ja neoliberale Arbeit, neoliberale Subjektivierung, wie man sagt, als durchaus in sich widersprüchlich auffassen, indem sie Individuen zumutet, in Verhältnissen der Prekarität gleichzeitig kreativ und marktkonform zu sein. All diese Sachen, das lässt sich, das ist etwas, wozu zu dessen jetzt in einem Oldschool-Ausdruck gesagt ideologiekritische Erhellung die Philosophie vielleicht etwas beitragen kann oder auch eben zum Ausleuchten dessen, was heißt es dann eigentlich, frei zu sein, gleich zu sein, was könnte Gerechtigkeit bedeuten. Das ist aber nicht unmittelbar ratgebend, glaube ich. Und die Frage jetzt, weil du gesagt hast, die Grund, wenn man ist nicht mehr Sozialdemokrat, wenn man nicht an die Vereinbarkeit von Kapitalismus und Demokratie glaubt, ich glaube das in gewisser Weise auch. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das sozusagen der Kern, also ich meine, dass das das Interessante dieses Projektes ist. Und die Frage aber, wie vereinbar das wirklich ist und wo das an seine Grenzen gerät. Und die Frage, ob man das nicht nur dann vereinbar halten und machen kann. Ich hatte ja vorhin über die Zähmung des kapitalistischen Tigers, die so ein bisschen das sozialdemokratische Projekt jedenfalls der 70er und 80er Jahre und eben schon viel länger, mit einer viel länger reichenden Geschichte war. Aber in einem bestimmten Zeitraum hat man ja glauben können, dass das irgendwie klappt. Ja? Also der Tiger ist da schön im Käfig und wir haben einen verbesserungsbedürftigen, aber doch irgendwie tragfähigen Sozialstaat. Der Umstand, dass das nicht mehr so ist, ob das nur sozusagen Pech in der Geschichte ist oder welche Kräfte das sind, die vielleicht mit dem, was Kapitalismus ist und mit dem natürlich auch mit der Frage, wie man dann eigentlich Demokratie versteht. Und ich würde Demokratie so verstehen, Demokratie als Lebensform, die in die Kapillaren und die praktischen Kontexte und auch die Mikroinstitutionen gewissermaßen der Gesellschaft ja runterreichen, muss die aber vor allem auch da, wo, wenn man nun mal identifiziert, dass hier eine große prägende Triebkraft die ökonomischen Verhältnisse sind, dann könnte man an Grenzen geraten. Ich sage ja gar nicht, dass es so ist und es ist bis in alle Ewigkeiten unvereinbar, aber dann könnte es so sein, dass die Dynamik kapitalistischen Wirtschaftens in einer bestimmten Form, ja, eine nicht sozusagen stärker oder an der Wurzel gehegte Dynamik so ist, dass es immer wieder nicht nur ein produktives Spannungsverhältnis zur Demokratie, sondern eins, was sich möglicherweise, jedenfalls so, wie wir es bis jetzt versucht haben, ausschließt. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass man das nicht anders... Also, ich meine, als guter konservativer Sozialdemokrat würde ich natürlich sagen, ja, oder vielleicht auch umgekehrt. Nicht? Also man müsste ja auch mal nach sozusagen funktionierenden Demokratien suchen, die gar keinen Markt hatten. Ja, ja. Also das glaube ich, ich glaube, die Dialektik kann man so nach beiden Seiten auflösen. Die Debatte, die hier führt, aber ist so, ja, welche Formen von, Marktsozialismus, gibt ja ganz viele Debatten, die irgendwann mal abgebrochen sind. Das in einer nächsten Runde bearbeiten möchte ich den Sozialdemokraten Ralf Stegner dann doch noch fragen, ob er sich mehr denn als demokratischer Kapitalist fühlt oder als kapitalistischer Demokrat? Also ich muss zugeben, das ist keine Zuordnung, die mir in irgendeiner Form sympathisch ist. Das dachte ich mir. Und ich wollte drei Bemerkungen zu den Fragen machen. Diese TTIP- und CETA-Geschichte ist natürlich ein Wespennest-Thema, aber wenn man es simpel sagt, kann man sagen,
Die einen glauben, wenn man sowas macht, werden Milch und Honig fließen und wo kann ich unterschreiben? Die anderen sagen, dass die Verschwörung des Weltkapitalismus, am besten hält man sich fern und am liebsten schließt man Türen und Fenster gegen die Globalisierung und wartet, bis irgendwann ein Welthandelsabkommen vom Himmel fällt oder von der Vereinten Nationen beschlossen wird oder von wem auch immer. Und die Sozialdemokratie entscheidet sich für einen anderen Weg, nämlich zu sagen, natürlich wollen die Konzerne mit uns nicht über die Abschaffung von Kinderarbeit reden oder sowas, aber wenn wir Einfluss nehmen wollen, dann müssen wir uns da ins Getümmel werfen. Das tut die Sozialdemokratie viel fein, viel eher. Und zu den sozialen Bewegungen gehören dann auch die, die sich als Empörungsindustrie sozusagen auf den Straßen finden. Manches, was ich da bei Kampak sehe, hat mit der Sozialdemokratie nichts Gutes im Sinne, aber ist inzwischen in der medialen Welt, die wir haben, deutlich so organisiert, den Leuten zu erklären, dass jeder kleinste Fortschritt Verrat ist sozusagen. Und das ist ein Problem. Und da bin ich bei den anderen Punkten, was die Sozialdemokratie angeht, ja, das stimmt. Die Sozialdemokratie ist die patriotischste aller Parteien. Das ist wahr. Darunter leide ich manchmal auch ein bisschen, weil das Prinzip, erst kommt das Land, dann kommt die Partei, ist wunderbar, wenn sich alle dran halten. Wenn sich nur eine dran hält, dann verliert man immer. Und das ist blöd. Und insofern ist es in der Tat wahr, in der ganzen Geschichte, übrigens der Namensgeber der Friedrich-Ebert-Stiftung eingeschlossen, hat die Sozialdemokratie sich am Ende immer bereit gefunden, den Kopf hinzuhalten. Mit all den Fehlern, die damit verbunden sind natürlich, aber mit all den Entscheidungsnotwendigkeiten. Unterm Strich würde ich trotzdem sagen, wenn ich die Geschichte der Parteien in Deutschland betrachte, dann gibt es für mich keine Alternative, einer anderen Partei beizutreten, als der, in der ich seit über 30 Jahren bin. Das Zweite, Sie haben völlig recht, was die Politikwissenschaft angeht. Ich war mal Wissenschaftsstaatssekretär in den Ende der 90er Jahre und der Zustand der Politikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel war so beklagenswert, dass ich im Gespräch mit der Hochschule gesagt habe, entweder ihr schließt den Laden oder ihr macht ihn breiter, so wie es jedenfalls jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und die sozialdemokratische Lösung war, ihnen ein bisschen mehr Geld zu geben, dass sie ihn breiter gemacht haben. Und dann funktionierte das auch, allein mit der Freiheit der Wissenschaft ging es nicht. Ein bisschen Hilfe aus der Politik musste sein. Und das ist natürlich ein Teil des Problems, dass manchmal die Ansprache der Theorie gegenüber der Politik so ein bisschen ist wie gegenüber Kindern, die pädagogischen Förderbedarf haben. Und dass man natürlich in der Tat... Herr Möller ist noch nicht eben Therapeuten. Ja, dass man natürlich in der Tat sagen muss, das ist so eine Sache. Weil man natürlich wahnsinnig gerne über Dinge reflektiert und vielleicht das sogar hat und gelegentlich auch mal macht und furchtbar gerne kluge Ratschläge von Menschen hätte, die das nicht nur so risikolos tun, sondern die dann auch sich ins Getümmel werfen. Oder die zum Beispiel wie in Amerika ab und zu mal zwischen der Wissenschaft und der Politik hin und her gehen und nicht nur zwischen der Wirtschaft und der Politik hin und her gehen. Und übrigens auch deswegen ist es gut, dass es die Friedrich-Ebert-Stiftung gibt, weil deren Aufgabe auch präzise das ist, was Sie vorhin ein bisschen kritisch angemerkt haben, dass sie eine gewisse Nähe hat zur Sozialdemokratie, ist gut so. Ich wünschte mir, es gäbe andere Stiftungen, die die gleiche intellektuelle Kraft hätten. Ich glaube ja wirklich, dass der Geist links steht, weil das, was ich da im konservativen Bereich sehe, jedenfalls nicht mit neuen Ideen für Deutschland was zu tun hat, sondern eher mit nationalistischer Regression und mit anderen Dingen. Oder mit der Erklärung, warum wir es vielleicht mit der Religionsfreiheit nicht so weit treiben sollten oder überhaupt eigentlich Europa vielleicht ein bisschen anders beschrieben werden muss als die Gründer. Wir reden ernsthaft über Freiheiten in der Türkei, aber dulden, dass in Ungarn und in Polen europäisches Recht sozusagen einfach, sagen wir mal, wohlwollend von allen ignoriert wird und nicht bekämpft wird. Und so gäbe es, und ich, nicht, dass Sie mich missverstehen, ich meine damit nicht, dass die Deutschen mit Megafon das beurteilen sollten in Europa, das ist nicht wirklich nicht unsere Aufgabe, aber es ist ein Teil unseres Problems, dass wir unsere Werte gerne mit anderen diskutieren, aber im Zweifel selbst nicht anwenden. Die Frage, was ist mit den Linken in der SPD? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube schon, dass die Linken in der SPD die einzigen sind, die sich die Mühe machen, über Inhalte ernsthaft nachzudenken. Das Problem mit Linken ist immer, dass sie so ein Problem mit Macht haben. Und dass sie sagen, lieber schreibe ich Papiere, wo mir warm ums Herz wird und um die Realisierung davon kümmere ich mich nicht. Weil wenn dann von uns welche gewählt würden, dann würden die ja korrumpiert durch die Macht sozusagen. Also lasse ich das lieber die Rechten unter sich ausmachen. Das ist eine traditionelle Entwicklung, unter der ich mehr leide, als Sie glauben. Und da ich trotzdem glaube, dass die Ideen im Wesentlichen von der linken Seite kommen und übrigens die Mehrheit der Sozialdemokratie auch fortschrittlich denkt, bin ich sicher, dass der Fortschritt zwar in der Beschreibung von Günter Grass eine Schnecke ist, aber immerhin eine Schnecke, die in die richtige Richtung kriecht. Ich wünschte mir ein anderes Tier. Das will ich nicht bestreiten. Aber im Zweifelsfall nehme ich lieber die Schnecke, als mich auf Rückwege zu begeben, die nämlich immer wieder da sind. Und das ist ein Teil, der hier, glaube ich, unterschätzt wird. Dass es nämlich
Sie haben häufig den Satz gesagt, das und das bestreitet doch gar keiner. Ich könnte Ihnen eine ganze Menge Leute nennen, die das täglich bestreiten und mit denen ich täglich ringen muss, dass das nicht passiert. Und wo Sie über Definitionsmacht zum Beispiel auch öffentlichen Diskurses reden müssen, damit eben genau das nicht passiert, weil nämlich Selbstverständlichkeiten inzwischen bestritten werden. Man muss in Deutschland ernsthaft darüber reden, dass im Grundgesetz im Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dass da nicht steht, die Würde des deutschen Normalbürgers ist unantastbar. Steht da wirklich nicht. Oder dass Sie den Leuten erklären müssen, im Grundgesetz steht nicht, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, sondern da steht drin, Eigentum verpflichtet. Da können Sie noch so versierte Google-Maschinen haben, Sie finden den ersten Teil nicht, den zweiten sehr wohl. Und solche Dinge müssen immer noch vermittelt werden und immer wieder vermittelt werden. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das überflüssig geworden ist. Und das ist ein Teil der täglichen, ich gebe zu, erbarmungswürdigen Existenz sozusagen, die man eben hat, wenn man das sich damit in der praktischen Politik auseinandersetzen muss. Man würde viel lieber über den Fortschritt der Gesellschaft philosophieren und ein paar mehr Gleichgesinnte haben und sagen, das klappt schon irgendwie, aber es klappt eben mitnichten. Und nichts kommt von selbst sozusagen, sondern im Gegenteil. Ich hätte zum Beispiel ernsthaft, ich habe zwei Sachen in meinem Leben, in meinem Erwachsenenleben erlebt, die ich nicht gedacht hätte, dass sie passieren würden. Ich hätte nicht gedacht, dass Mauer und Stacheldraht verschwinden und wir sozusagen den, also dass das passiert, was passiert ist in Europa, dass die Zäune fallen und all dieses. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass wir uns wieder so deutlich in Richtung Kriegsgefahren und Nationalismus zurückentwickeln, wie wir das im Augenblick wieder tun. Und das halte ich für eine sehr viel größere Bedrohung. Und das hat übrigens was damit zu tun, dass dieser Kapitalismus entfesselt ist und große Konzerne zum Beispiel der Demokratie diktieren, was zu tun ist, dass die teilweise gar nicht mehr frei ist. Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht unmöglich ist, Steueroasen zu schließen. Das ist möglich, man muss das wollen. Vielleicht hat der Brexit einen kleinen Vorteil. Ich bin ansonsten wirklich dagegen. Aber ich sage mal, die Briten sind ein großer Teil des Problems, was gegen den Finanzkapitalismus ernsthaft zu unternehmen. Und das müssen wir wirklich tun, wenn wir vorankommen wollen. Ich glaube uns, dass das Kämpfen bei CETA genau diese Begründung hat, dass man die in die Pflicht nehmen will, dass Primat der Politik sichergestellt werden muss und dass das schwerer geworden ist, dass das viel schwerer geworden ist, als das eine ganze Weile so gewesen ist. Und ich will noch einen Punkt sagen, warum geht die SPD im Zweifel dann in so eine große Koalition? Das will ich Ihnen sagen. Die Alternative wäre gewesen zu sagen, okay, wir sagen den Wählern, das mit dem Mindestlohn, das machen wir ganz bestimmt in 4 Jahren. Wählt uns doch dann bitte wieder. Dann sagen die Leute, ihr habt doch wohl einen Vogel. Wir haben 4 Millionen Menschen hier und ihre Familien, die teilweise Tariflöhne hatten von 3,50 Euro, 5,17 Euro, 6,33 Euro. Und der Punkt ist sozusagen nur realisiert worden, weil man es denen halt in Gottes Namen abgetrotzt hat. Übrigens nicht preisfrei. Wenn wir über Integration reden, jeden Schritt, den wir den Konservativen abtrotzen bei mehr Integration, beispielsweise Lehrstellen für Flüchtlinge, der wird mit einer Schikane an einer anderen Stelle bezahlt. Und wir sagen, das ist großer Mist, muss eigentlich aus der Politik ausscheiden. Aber das ist das Problem, was praktische Politik mit sich bringt, wenn man Kompromisse schließen muss. Und da muss ich immer für mich beurteilen, ist es das unterm Strich wert, ja oder nein? Und gehe ich raus, da finde ich Kritik an der Sozialdemokratie ausdrücklich berechtigt, gehe ich raus, wie das manchmal Menschen aus der Bundestagsfraktion tun und sagen, Mensch, das ist aber doch super, was wir alles erreicht haben, warum lobt ihr uns eigentlich nicht und das ist doch das Beste der Welt? Da könnte man sagen, wir haben toll gearbeitet, aber A, B, C, D geht mit denen nicht und wenn ihr das wollt, müsst ihr uns auch wählen. Das wäre mir die sympathischere Diktion sozusagen, die man dann anwenden muss. Also die Unterschiede herausarbeiten. Ich glaube, dass wir ein Stück in der Politik auch Wettbewerbsdemokratie haben. Das ist auch ein Kampfsport, so empfinde ich das jedenfalls. Den gibt es aber auch nur in Demokratien. Insofern ist das nichts Ehrenrühriges. Und das heißt eben, dass wenn ich möchte, dass die Vernunft mehr Unterstützung bekommt, dass die Leute wählen gehen, dass sie glauben, sie haben was zu wählen, ich auch polarisieren muss und die Unterschiede brauche, sodass vielleicht diejenigen, die sagen, ist doch egal, die da oben sind alle gleich, bleibe ich zu Hause, nützt mir eh nichts, oder wähle diese AfD-Leute oder sowas, dass die das vielleicht nicht tun, sondern vielleicht doch erkennen können, dass sie teilweise sogar gegen ihre eigenen Interessen wählen. Und das ist ja das Kuriose an dieser postfaktischen Gesellschaft, dass sie wissen von Wahlforschern, dass es Leute gibt, die sagen, das, was die AfD da will, ist gegen meine Interessen. Ich wähle sie aber trotzdem, weil ich denen da oben einen auswischen will, weil ich die Schnauze voll habe, dass ich das Gefühl habe, die kümmern sich nicht um mich. So, ne? Das ist so ein bisschen vulgär ausgedrückt, simpel ausgedrückt, das, was man von Wahlforschern hören kann. Und ich glaube, die Polarisierung zwischen Konservativen hier und Progressiven da könnte ein bisschen dazu beitragen, dass man das ein bisschen verändern kann und muss. Und das ist dann wieder das Schöne, man muss sich dem ja praktisch stellen. Wir haben in diesem kleinen Schleswig-Holstein, aus dem ich komme, Landtagswahlen nächstes Jahr. Meine These ist,
Die Rechtspopulisten werden bei uns schlechter abschneiden als anderswo. Warum? Weil der Unterschied zwischen Sozialdemokratie und Christdemokratie in Schleswig-Holstein größer ist als anderswo. Und das können die Menschen auch wahrnehmen. Und ich trage dazu bei, mit meinen bescheidenen kleinen Mitteln, die ich habe. Aber ich will damit nur sagen, man ist immer verantwortlich für das, was man an seiner Stelle tut. Und davon darf sich praktische Politik nie freisprechen. Sondern das ist der Teil, den man macht. Man stellt sich immer wieder zur Wahl und muss sich rechtfertigen für das, was man tut. Und das wird so ein Beispiel sein, zu gucken, stimmt das, die Hypothese, oder stimmt sie nicht? Ich glaube, das wird so sein. Ich habe es anfangs gesagt, an Worten wird heute Abend kein Mangel sein. Ich habe zumindest in diesem Punkt Recht behalten, Werte und Politik. Auch wenn sich eine Philosophin, ein Jurist und ein Politiker dafür rund 1,5 Stunden Zeit nehmen, sind die Themen natürlich nicht alle abgearbeitet. 2 oder 3 Punkte habe ich ausgemacht, mit denen wir wunderbar diese Reihe fortsetzen können. Ich sage danke in die Runde. Ich sage danke an die Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich sage danke an Sie, die Sie sich die Zeit genommen haben, die Aufmerksamkeit und das Interesse parat gestellt haben. Wie gesagt, es gibt jetzt noch einen Schluck zu trinken und bestimmt auch noch wieder das ein oder andere Gespräch, was sich jetzt fortsetzt. Herzlichen Dank, einen guten Abend noch.